Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion DL2 im Ranglistenmodus. Wir haben gerade Free Weekend. Free Weekend, das heißt, Leute, die das Spiel nicht besitzen, Welcome to Nova. können trotzdem kostenlos spielen bis Montag. Ja, wer das Spiel mal ausprobieren möchte, jetzt ist eure Zeit. Testet es einfach mal, guckt es euch an, wenn es euch Spaß macht. Gerade meine Videos sich anzugucken, da kann man das Spiel auch mal ausprobieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. So, wir gucken hier mal rein. Champion ist es. Sakura Blume ist schon sehr stark. Der ist auch super stark. Wir müssen aber ein bisschen an die Tanks denken, deswegen werden wir hier mit dem Ochsen gehen. Ich werde die Atombestellenratten nehmen, die Ratten sind shit. APS ist natürlich auch super stark mit ihm zusammen. Wir nehmen ihn mit. Wir machen natürlich Sakura Blume Champion. Bis jetzt habe ich damit immer noch am besten den Sieg mir geholt. Dass ein Jackie kommt, war klar. Okay, Gatling Gun. Katze mit drei Stacks. Wir können ruhig beim Mehrwerker gehen, da ich Champion habe, wird dieser Chorblume lange überleben. Und selbst wenn jetzt die so viel Mythium haben sollten, dass ein Double Robo kommen sollte auf die drei oder ein einfacher, haben wir trotzdem keine Probleme. Zur Not habe ich auch noch den Gargoyle, den ich hinstellen kann. Ganz entspannt. Oh, Piratenskelett auch natürlich sehr stark. Man darf aber nicht vergessen. Ja, das sammelt jetzt gerade für die drei. Wir dürfen nicht vergessen, dass der erste sehr schwach ist. Erst nach der Aufwertung kann der wirklich was. Okay, wirklich sehr Late Game lastig. Er hat hier den Angler. Ich habe meine Sakura Blume. Kann hier nochmal den Atom hinsetzen. Mal die King-Aufwertung rein. Fertig. Oh, er hat nichts geschickt. Das heißt, er will auch vier schicken. Am Start. Den Torwächter habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Wir nehmen die Atome mit. Ja, die Protonen sind das ja, die kleinen. Piratenskelett mit dabei. Robo und Brute. Okay, schauen wir mal. Der Tusch hat auf jeden Fall die Vögel. Es wird eng. Schade. War kein schlechter Send. Können aber ruhig jetzt noch den siebten Worker gehen. Diesmal hau ich aber eine Schnecke rein, weil dann kann ich mir noch einen Gargoyle leisten. Okay. Durch das Gold natürlich jetzt auch.
Nimm den Gargoyle mit. Der kommt hier schön in den Split rein. Machst aber die King Upgrades. Sieben Blocker sind schon stark. Wir könnten jetzt auf 6 mal einen kleinen Send probieren. Ja, schade, wenn ihr nicht tot hättet, die ihr auch getuscht hattet. Am besten verbauen wir jetzt noch ein Piratenskelett. Hauen wir eine Schnecke rein. Double Schnecke. Mal gucken. Auf jeden Fall ein Worker. Blut ist schon mal down. Das halte ich. Sehr schön. Das wird schwierig. Scheiße. Okay. Bauen wir unsere Verteidigung so ein bisschen auf. Die muss ich dann relativ schnell upgraden. Kann ich so nur noch mal einen verkaufen. Könnten eine Blut mitnehmen auf jeden Fall. Und auf der 7 mal den Send probieren. Er hat eine Ratte gebaut. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Hat sich schon mal gelohnt. Ich sollte auf jeden Fall auf 10 gehen. Dann den hier upgraden. Sind wir gut dabei. 9 Worker. Okay, hat ihn schon sehr gut entwickelt. Okay, er will mir auf 9 oder 10 schicken. Dass die getrennt sind, ist gut für uns. Das kann ich blocken. Gargoyles leben noch. Ist gar kein Problem. Ich muss auf jeden Fall jetzt den Ochsen bauen. Der Ochse ist wichtig, den brauche ich.
kann immer noch ein Atom mitnehmen. Ist nie ein Problem. Aber auf 10 werden wir richtig reinknallen. Ich werde nur Blut reinballern. Ach du Scheiße. On my way. 320. Wie hätte ich das halten können? Gar nicht. Das ist brutal. Das ist brutal. 320 auf 9. Ach du Scheiße. Der Game Changer. So, was machen wir jetzt? Ich verkaufe einen Atom. Damit ich ihn aufrüsten kann. Robo können wir noch mitnehmen. Der bringt noch ein bisschen was. Vulkankanone hat er schon aufgewertet. Ja, die Brutes sind durchgekommen. Aber leider haben die den Boss gekillt. It is not I, but we. Not enough material. Sollten die King aufwerten. Wir nehmen den göttlichen Segen mal mit. Ich brauche gerade echt mehr Angriffspower. Okay, das könnte ein Robo-Squad sein, auf 13, das er schicken will. Deshalb muss ich unglaublich viel aufbauen. Alles den Kingpin, das ist gut. Sehr schön. Hat er Robo-Squad genommen? Hat er gemacht. Okay, jetzt können wir den wieder verkaufen. Hauen den rein. Wir müssen Upgrades machen. Die wollen wahrscheinlich auf 13 richtig reinhauen. Muss den Ochsen noch aufwerten, 355. Das schaffe ich nächste Runde. So, King maximal. Okay, doch eine Wave eher als ich dachte. Oh komm, überlebe. Mein Jung.
Sehr schön. Sehr schön. Der war wichtig. Der war verdammt wichtig. Dass ich den halte. Schwein. Jetzt müssen wir auf 16 gehen. Ich zumindest. Aber hat viel Stichschaden. Er ist für 16 gut abgesichert. Da kommt der Triple Robo. Das war enorm wichtig, dass ich den Schreckensritter den Buff gegeben habe, sonst hätte ich das die im Leben gehalten. Oh. 100 Leben. Wir müssen hier krass aufbauen. Wir könnten auf 15 ballern. Das wäre noch so eine Chance. Siebzehn bringt mir nicht so viel. Ja. Dann probieren wir es auf 15. Einfach Frontline rein. Große Wahl habe ich ja leider nicht. Den nehmen wir mit. Mana Häuser brauchen wir nicht. Templer. Gargoyle. Für meinen Schreckensritter. Der macht hier richtig fette Arbeit. Sehr schön. Der löscht hier alles aus. Das war die richtige Entscheidung, den Buff zu nehmen. Pushen jetzt richtig hart Worker. Das hat sich gelohnt. Krass, Mann. Some journeys have near her. Ready for action. Das hat sich echt gelohnt, den Buff mitzunehmen. Wir könnten auf 18 pushen. 18 wäre gut. Als Fürst des Todes, okay. Aber wenn die Frontline wegknallen, dann ist das gar nicht so das Problem. Wir müssen aber so lange überleben.
Ein Leak wäre jetzt nicht schlimm. Wir dürfen nur nicht sterben. Wobei ich dann natürlich sehr viel von meiner Macht einbüße, weil der Buff dann flöten geht. Boah, er hat immer noch volle Leben. Ich habe die Tanks so geil platziert. Die Tanks wirklich so geil platziert, dass der fast gar nicht angegriffen wird. Wir sind ganz schön drunter. Aber ich glaube, wir überleben es trotzdem, auch wenn die jetzt schicken würden. Ich glaube, die wollen auf 18 schicken wegen Kingpins. Nee? Okay. Dann kommt es jetzt drauf an. Er hat gar nicht so viel durchgelassen. Schauen wir mal. Das wird eng. Mist! Wir hätten jetzt auf 18 hätten wir jetzt gewonnen. Schade, schade, schade. Aber der Buff war doch unheimlich fett, oder? Habt ihr das gesehen? Da habe ich die ganzen Wellen durchgetragen. Krass, Mann. So, eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne mal an, wie das vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.